Ach so, da lag der. Steht ja auch nicht bei, für welches Auto. Für irgendein Auto haben wir jetzt einen Schlüssel gefunden. Hier stehen ja auch nicht so viele auf dem Parkplatz. Das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja gar kein Problem. Na gut. Okay, dann sind wir eigentlich doch hier oben wieder durch, oder? Dann brauchen wir jetzt noch ein Paket Feuerwerkskörper. Wir sind da und dann sind wir da schon lang. Genau, dann müssen wir da hinten gar nicht mehr runter. Dann laufen wir jetzt hier runter. Ich ahne Fürchterliches. Ha, sehr gut. So, hier waren wir ja durch, oder? Genau, da geht es dann hinten zu dem länglichen Hinterhausgang. Hintergarten, hinter, was weiß ich. Okay, gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück und dann durch den Laden. Ich hoffe, ich finde den Weg. So eine Minimap. Gibt es eigentlich eine Minimap? Gibt es das? Ich glaube nicht. Aber wir haben ja den Kompass, den ich übrigens nie benutze. Ich schaue da gar nicht drauf. Das ist ein bisschen seltsam. Weiß ich nicht. Okay, konsequent niedergeknüppelt. Ja, dann müssen wir mal wieder was schlürfen. Was haben wir denn? Okay, hier so ein Sportgetränk. Gibt es da keine anderen Marken? So, diesmal aber keine Schießerei. Ihr habt ja gesehen, wohin das führt. Unweigerlich zum Tode. Kann man die Tür aufmachen? Wahrscheinlich laufen dann hier so Tausende auf einmal rein. Okay, hier war doch irgendwo noch ein Getränk, oder? Ja. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Warum führt er mich denn eigentlich jetzt genau dahin, wo er mich hinführt, der Kompass? Die Tür, die konnte man auch gar nicht aufmachen, oder? Nee, da kann man gar nicht. Ich werde das mal kurz ausprobieren. Da hinten sind ja schon wieder welche. Gibt es hier doch noch mehr zu finden? Ach, dann schnitzeln wir uns einfach mal durch die Weltgeschichte hier. Räumen die ganze Welt auf. Mann, 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 Mann. Boah, ich glaube, wir gucken uns jetzt hier noch mal ein bisschen genauer um. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht noch eine Kiste steht und wir gar nicht da hinten durch müssen unbedingt. Aber die spawnen ja hier sofort wieder neu. Nee, also da nicht und da nicht. Und wenn wir jetzt hier aufs Dach gehen, dann kommen wir wieder da oben hin. Na gut. Also ihr seht, auch in der heutigen Folge ist Abwechslung wieder total gegeben. Mann, die habe ich dreimal getötet, die Alte. 100 pro, dreimal. 100 pro, ich schwöre. Hier ging es ja, ging es hier lang. Da war doch einmal noch so ein Seitengang, aber hier ging es, nee. Wahrscheinlich werden wir jetzt hier wieder angefallen von dem nächsten. Natürlich, natürlich. Okay. Fronten mal wieder geklärt. Ja, ich weiß nicht, ob man denn hier auf die Straße sollte, ob man auf die Straße kann, ob das so empfehlenswert wäre. Es mutet aber nicht so an, eigentlich. Ich glaube nämlich nicht, dass es hier dann die passenden. Klar, hier gibt es ein bisschen Muni zu sammeln. Wie, dann lad doch mal nach. Tja, also ob es hier wirklich Feuerwehr gibt, das ist dann so die Frage. Ich höre immer nur noch Geräusche. Nee,
Von da hinten sind wir ja gekommen. Aber wir gucken uns einfach mal diese super schöne Map an. Vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere Secret. So. Wo sind wir denn hier jetzt? Ach so, ah, hier haben wir ja angefangen. Genau. Genau, genau. Gibt es denn hier ein Auto? Ne, das ist natürlich kaputt. Vielleicht können wir uns das Auto ja nehmen. Hallo. Na gut, dann sprinten wir mal wieder in alle Eile zu unserem Bestimmungsort. Wir schwitzen schon wieder. Ich weiß es ja wirklich nicht. Ich glaube, der schwitzt wirklich. So, hier noch ein paar Dixie-Klos. Falls der Dixon mal aufs Klo muss. So. Ich will mal eine. Können wir nicht irgendwas wegschmeißen? Komm, wir werfen jetzt hier. Treibstoff werfen wir nicht weg. Wir könnten hier die. Ach Mann, ach Mist. Ich will keine Waffe wegwerfen. Vorlies! Dann müssen wir doch eigentlich hier auch ein Auto finden, oder? Sind alle kaputt. Ach, Mann. So, hier mal wieder ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Ich habe es aber gesehen. Gucken wir uns das doch mal von näherem an. Dazu laufen wir mal wieder sehr umständlich hier. Och nö! Ey, wo kommen die denn immer her? Wir haben uns jetzt hier dreimal durchgeschlagen. Das gibt's doch gar nicht. Mann. Die alte hier wieder. So, dann gehen wir aufs Dach. Das habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Wer guckt denn auch nach oben? Ich hatte die Augen die ganze Zeit auf die Straße geachtet, auf die Zombies. Juhu! Boah, ich dachte, ich verkacke den Sprung jetzt. Der war auch nicht so einfach. So, wo der Zombie raushängt. Hallo, wir denken daran, dass man hier rausspringen kann, bitte. Hm? Oh, guck mal, der letzte. Juhu! Genug Feuerwerkskörper gesammelt. Da hinten ist noch einer, natürlich. Ja, ja. Das war natürlich auch sehr schlau. Das ist so ein Saloon, so eine Bar. Ah, okay. Dance Party. Thursday night. 8 p.m. Make some noise. Nee, macht besser keine Geräusche. Ladies night. Drink specials and every night. So. Das nehmen wir einfach nochmal so mit. Hier können wir noch Flipper spielen. Ice cold. Beer on tap. Sports Challenge. Na! Ah! Boah, hab ich mich jetzt erschrocken! Ja, dann. Mann! Plopp! Ja. Was trinken? Ja, ist viel besser. Not bad. So. Natürlich hätten wir das vorher gewusst. Jetzt haben wir tausende von diesen Feuerwerksdingern gefunden. Kann man eigentlich hier so durch? Nee, kann man nicht. Aber hier ist noch eine Leiter. Wow! Ich will aber hier gar nicht lang. Sollen wir ein paar Schießübungen machen?
Ich mach mal kurz die Tür zu. Moment. So. Die Pistole haben wir gar nicht gefunden, oder? Na gut. Nein, der geht automatisch immer. Das ist ein bisschen blöd. Hallo? Selbst wenn er zielt. Ein bisschen blöd. Zack. Na super. So, na gut, okay, dann lassen wir das jetzt so. Hallo. Nee, das sind nämlich zu viele. Wenn wir jetzt da runterlaufen, dann werden wir sofort geschnappt. Und wir wollten jetzt eigentlich nicht die gesamte Aufmerksamkeit auf uns lenken. So. Das sollten wir aber vielleicht in die laden. Wenn das dieselbe Muni ist, ist das natürlich blöd, wenn wir das alles in die alte Schrotflinte laden. Und sagt nicht, wir können ja... Doch, wir können ja wieder zurück. Hallo. Die Leiter ist auch so ein bisschen schief. Boah, der kann auch nicht mehr durch. Zack! Ich hoffe, hier kommen nicht noch mehr. Nein! Daryl! Merle meine ich natürlich! Hilfe! Be sure to check the rooftops and whatnot. Achso, soll ich das jetzt hier hinlegen? Aber ich hab doch genug. Don't be a load, boy. Hab ich jetzt noch den Schlüssel nicht? Oh, jetzt will er hier rein. Mann, du kommst hier nicht rein. Don't be a load, boy. Ach Mist! Ich glaube, der will das hier gar nicht haben. Die Drecksau. Wir will das natürlich in der Kirche haben. Nein! Da waren wir sogar eben auf dem richtigen Weg. Boah, nein! Hallo? Guck mal, was wir können. Guck mal! Boah, wo war die Pistole noch? Wir müssen uns noch die Pistole besorgen. Nein! Ich finde heute irgendwie gar nichts mehr. Oh, herrlich. Das nennt man wirklich Niederknüppel, also. Ja, toll. Oh, wo waren die Pistole jetzt noch? Ich hab vergessen, wo die Pistole lag. Ah, da lebt. Ey, cool, da ist sie ja doch. No. No, 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 no. No. Oh man, I need that. Was haben wir denn jetzt zum Wegschmeißen? Was haben wir? Ach komm, dann tun wir den Baseballschläger weg. Und nehmen unser Pistölchen mit. Und jetzt laufen wir aber wirklich zu unserem Bestimmungsort. Zum Glück ist hier noch keiner gespawnt und wir laufen mal sofort wieder aufs Dach, bevor uns irgendeiner folgt, aber. Ich glaube, die können gar nicht aufs Dach. Das würde mich auf jeden Fall schwer wundern. So. Zack. Dann müssen wir wirklich da hinten runter. Hätten wir. Haben wir jetzt die Fackel? Haben wir eine Fackel mitgenommen? Ich muss mal gucken. Nee. Das wäre natürlich ganz cool, wenn wir die einigermaßen hätten ablenken können. Müssen wir die Pistole noch nachladen? Ups, jetzt habe ich sie gerade weggesteckt. Wir sollten mal alles nachladen, was wir so haben. Okay, jetzt hier nicht runterfallen. Und das Rohr noch in die Hand nehmen. So, hier ist auf jeden Fall noch keiner angekommen. Zur Sicherheit machen wir dann die Tür nochmal zu.
Und da will ich jetzt gar nicht runtergehen. Nein, nein! Ich glaube, wir leisten erstmal Präventivarbeit von hier oben. Nein, das ist ja total blöd gemacht. Toll, die unten treffe ich nicht und wenn ich jetzt da hinten hinschieße, dann kommen die auch alle noch an. Hm. Ah, wir haben ja Zeit. Okay, gut. Dann wählen wir aus weiser Voraussicht schon mal unsere Schrotflinte aus und laufen in den fast sicheren Tod. Boah, Mann, jetzt komm, komm. Mann, ey, wir können jetzt hier nicht sterben, oder? Nein! Da kann ich jetzt aber nichts für. Ich muss da irgendwie da runter. Mann! Na gut, er hat ja gespeichert. Er hat echt gespeichert. Betreten Sie die Küche durch die Hintertüre. Okay. Gut, dass er gespeichert hat. Das finde ich sehr, sehr ordentlich. Jetzt haben wir nur die Pistole haben wir noch. Nein, wir haben die Pistole immer noch nicht! Was ist das heute wieder für eine Aufnahme? Ich bin heute wieder total durcheinander, habe ich das Gefühl. Das Spiel schenkt mir allerdings auch nichts. Mann! So, da ist keiner. Juhu! Okay, unser letztes Naschpaket. Na gut. Finders Keepers. So, bevor uns die jetzt wieder alle hinterherlaufen, schnappen wir uns unser Pistölchen. Das ist richtig blöd. Warum kann er denn nicht mal frei speichern? So, ja, wie machen wir das jetzt mit der Kirche? Wie machen wir das jetzt? Oh. Ja, den Schlüssel habe ich übrigens auch gerade gefunden. Mal wieder. Heute geht ja alles drunter und drüber, habe ich das Gefühl. So, Pistole haben wir. So, noch ein bisschen Schrotmunition. Das war klar, das war klar. Dann halt so. Und er zieht aber auch dann ordentlich ab. Er kommt in your face. So, Tür mal wieder zu. Ja, gut, super. Ich hätte die eben nicht anlocken sollen. Ich muss mal ganz leise sein. Okay. Nein, doch nicht. Wir könnten natürlich auch auf die Barriade-Methode einfach durchlaufen. So, dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Nein, nicht umdrehen.
Nein! Okay, dann doch. So, gut. So, für den Notfall ziehen wir uns noch ein Getränk rein. Genau. Hallo. Manchmal sind die echt blöd, die Viecher. Okay, der da hinten hat uns gar nicht bemerkt. Und der kriegt auch mal wieder voll auf die Omme. So. Ist hier noch einer? Nein. Gut, dann haben wir jetzt nebenbei sogar noch ein bisschen Treibstoff gefunden. Ich würde rein aus dem Gefühl heraus mal sagen, dass das Eisenrohr fallen gelassen werden kann. Jetzt nehmen wir uns nämlich den Vorschlaghammer. Oh, wow. Ja. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich wollte schon immer mal mit dem Vorschlaghammer Zombies metzeln. Da haben wir natürlich eine viel höhere Hebelwirkung. Und insofern machen wir, glaube ich, auch mehr Schaden dann. So, ja. Am Ende. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja. No kidding. Gut, aber erstmal gucken wir uns natürlich professionell, wie wir sind hier oben. Die Pflanze ist von Trocknen. Nein. So. Steht einer von euch auf? Warum hat er sich denn erhangen? Na gut. Ach so, der oben lebt noch. So, einen Moment. Mir fällt gerade so auf. Ach nee, das ist falsch. Ich habe ja gar keinen Schuss für mein Repetiergewehr. Ein Schuss, komm, dann lasse ich das fallen. Gucke ich mir doch das Gewehr mal lieber an. Ist das so eine M14 oder was? Aber da haben wir dann auch keinen Schuss, oder? Weil, mal ganz ehrlich, einen Scharfschützenaufsatz brauchen wir nicht wirklich. Wo war das? Da war das. Hallo? Bin ich jetzt blind? Ja, ich glaube, das ist so eine M14 oder so ein Garand, Karabiner oder irgendwie sowas in der Art. Gut, dann schmeißen wir uns noch irgendwas weg. Starke Pistole übrigens. Halbautomatische Handfeuerwaffen mit leerer Stärke. Mit mittlerer Stärke, Entschuldigung. Gut, dann werfen wir den Baseballschläger weg. Dann haben wir nämlich jetzt hier wieder Muni. So, meine Brüder und Schwestern, wir haben uns hier zusammengefunden, um die Kirche in die Luft zu jagen und die ganzen Zombies loszuwerden. So, die arme Blume ist auch vertrocknet. So, jetzt mache ich aber auch mal hin, ne? Ich muss nur noch kurz meine Nahkampfwaffe wieder auswählen. Hallo? Wir müssen auf jeden Fall noch was wegschmeißen. Die werfen wir weg. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen keine zwei Schrotflinten. Gut, 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 gut. Alle Pflanzen sind hier vertrocknet. Das stimmt mich sehr traurig. So, ich würde sagen, das ist das letzte da. Aber wir gucken uns jetzt erst hier nochmal um. Wahrscheinlich werden wir da jetzt... Hallo? Geht das nicht? Hallo? Ich will da hoch. Na gut. Geht das jetzt? Where's that church bell? Klettern sie über die Leiter auf den Dachboden der Kirche. Alles klar, dann wollen wir mal. Ja. Okay. Der ist Hammer geprüft. Den Hammer geprüft. Herrlich. Kann man hier schon mal so. Achso, das wollten. Nee. Achso, dann doch, dann können wir dann hier wieder raus. Okay.
Ein Zombie hing am Glockenseil. Übrigens auch ein Zombie-Film, allerdings schon was älter. Den habe ich mir nie ganz angeguckt. Der soll aber auch ganz gut sein. Nur mal so als Empfehlung. Fiel mir jetzt gerade so ein, als ich das Seil war. Wake up, they're pouring in now! Unglaublich, wie die strömen. So schnell. Oh oh. Kommen jetzt etwa die Leiter auf. Naja. Naja. Ich fühle mich jetzt nicht wirklich bedroht, aber okay, wir tun mal so, als wenn wir jetzt bedroht wären. Hallo? Ich komme hier nicht hoch. Ist das so gewollt? Soll man hier nicht hoch? Hallo? Soll ich jetzt hier wieder runter? Ich gehe doch da hinten nicht runter, um Himmels Willen. Das wäre ja total dämlich. Muss man nicht hier so einen Ducksprung machen? Ich will eigentlich jetzt hier lang. Nein, nein. Ich kann doch jetzt hier nicht runtergehen. Gut, dass sie keine Leitern klettern können. Ach, soll ich zweimal? Ah gut, okay. Alright, baby. Hand in okay, ist voll. Light 'em up, boy. Ah, okay. Das wusste ich natürlich nicht. Juhu! Bams! Kabums! Fliehen, fliehen! Wir müssen fliehen! Zack, durchs Fenster, das geht natürlich jetzt. Not bad, but you better get back to the truck. So, wir müssen zum Truck, zum Truck. Yes, sir. Let's see some of those fireworks, buddy. So, Beine in die Hand nehmen und laufen, 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 dass das Zeug hält. Puh. Jetzt müssen wir also den gleichen Weg zurück. So, ich überlege mal gerade, was ich für eine Waffe nehmen könnte. Das sieht doch gut aus. So, okay, dann laufen wir jetzt einmal über die Leiter wieder. Und dann? Dann zum Truck zurück. Fire in the hole, time, girl. Wow, wow, wow. Da strömen die ganzen Zombies in die Kirche. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch entkommen. Ja, okay. Nimm das! Oh oh. Die sind aber ganz schön schnell, muss ich schon mal dazu sagen. Aber die hört sich richtig cool an, die hat auf jeden Fall ordentlich Wumms. Puh! Ja, da haben wir nach einer Stunde jetzt das Level dann auch geschafft. Boah! Aber wir haben ein Sammlerstück gefunden und wir haben einen Softroader gefunden, also ein weiteres Auto. So viel unsere Bilanz zu unserer Bilanz. Das heißt, wir können jetzt diesen Offroad-Truck aus dem Jahre 1965 gegen einen Softroader aus dem Jahre 2008 mit einem mittleren Verbrauch tauschen. Ach so, okay. Ne, der Verbrauch war auch bei dem mittel. Überlebensplätze haben wir drei. Hier passt nur einer hin. Ein zweiter. Und hier passen dann drei. Oh. Ja, okay, cool. So. Ah, da haben wir die noch da drin. Okay. Wenn Town Überlebende passen nicht in dieses Fahrzeug, wählen Sie ein neues Fahrzeug und lassen Sie auf Weg zurück oder schicken Sie Überlebende weg, bevor Sie fortfahren. Hä? Huh? Achso, ah, wir hätten das noch gar nicht gewählt. Ha, ha, ha. Wollen Sie wirklich fortfahren? Ja.
So, nach Barksdale. Dämmerung, Barksdale, Heimat von Jake's Bar und dem berüchtigten Savage Sons Motorradclub, war schon vor dem Ausbruch ein marodes Stück urbanen Verfalls. Ja, achso, wir waren dann wirklich noch gar nicht bei den ganzen Rockern und so, das kennen dann jetzt erst, also wir haben uns jetzt erstmal Muni und so organisiert, wobei so viel haben wir uns gar nicht organisiert. Und müssen dann in der nächsten Folge erst, ich hätte gedacht, das machen wir heute, unsere Kollegen befreien. So, dann fahren wir doch mal. Ach komm, wir nehmen eine Hauptstraße. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Ich hoffe, wir haben genug Benzin, aber... Yes, sir. I've been looking forward to this every day for the last month. Yeah? So what's the surprise, bro? What? Right. Wouldn't be a surprise now if I told you, right? It's gonna be nothing if I have to pull over. Alright, alright. Just trying to do something nice is all. Alright, I'm pulling over. I kept something of yours. It's back at the bar with my hog. What for? Same reason I kept this wristband that Mama gave me, I suppose. Ein Geschenk für uns. Ein cooles Auto, das passt aber irgendwie zu den zwei nicht so ganz. So, müssen wir nochmal kurz reingucken, was wir noch haben. Okay, wir haben das. Alles klar. Nee, gut, dann können wir ja sofort uns ins Getümmel stürzen. Stay here. What? Was heißt nochmal Furnishing? Möbel? Möbelgeschäft? Ikea? Ey, das ist aber nicht. Ist das unser Auto? Klar, der hat aber blöd gepackt, der Müll. Da muss ich mit ihm aber gleich mal ein bisschen reden. Kommen wir ja gar nicht mehr raus. Na gut. Dann müssen wir jetzt unsere Kollegen irgendwie mal befreien, so wie ich das mitbekommen habe. Aber wir lassen das alles auf uns zukommen. Will einer aufstehen? Nein. So, ein Stealth-Angriff, wie es im Lehrbuch steht. Ah, super. Voll leise der Angriff. Warum haben wir eigentlich immer noch dieses grüne Messer ausgewählt? Nein, komm, wir nehmen uns den Vorschlaghammer. Mit dem haben wir noch gar nicht geschlagen. Warum eigentlich? Hopp, ihr Meister, können wir das schaffen? Wow! Oh! Oh ja! Er ist geflogen! Cool, okay, ein starker. Was? Nee, ich glaube, ich hatte jetzt einen starken Angriff. Ich glaube, ich hatte den gehalten, den Angriff. Ach Mist! Ja, ihr merkt schon, wo das die Schwierigkeit bei dem Hammer ist. Die Geschwindigkeit. Wir sind natürlich viel zu langsam. Aber wir knüppeln die einfach nieder. Das ist lustig. Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Aber wir stecken natürlich dann jedes Mal Schaden ein. Aber okay, dann nehmen wir uns jetzt hier noch ein bisschen Muni mit und da noch ein bisschen Muni. Und vielleicht finden wir auch noch was zu essen oder was zu trinken oder ein Hello Kitty Pflaster. Springen einmal über die Ladentheke und finden noch ein Eichhörnchen. 3 von 16. Was ist denn heute los mit uns? Wir kriegen die Mission kaum beendet, aber Secrets hier finden. Ne? Wobei die sind jetzt auch nicht so gut versteckt, muss ich dazu sagen. Gut, aber wir wollen jetzt, glaube ich, nicht mit dem Vorschlaghammer so laut. Not bad. Achso, das Licht sollte ich auch mal ausmachen. Das wäre natürlich super nützlich. So, ess du mal weiter. Guten Appetit, Mahlzeit. Ja. Mit Zombies kann man das mal machen. Saloon, Barksdale. Okay. Ah, ihr seht schon, also wir sind ja wirklich richtig. Hier stehen schon die ganzen Maschinen vor der Bude. Boah, wenn wir die jetzt umwerfen würden. Carl! What the hell? Don't kill me, brother. I ain't your brother. It wasn't my idea to sell you out, I swear it. Oh, I believe you, Ash. You're too damn chicken shit to cross me. Now why don't you tell me where the rest of the club's at? Out, man. Looking for stuff. Damn it, Merle. This whole trip was just for your stash?
quit your belly aching. You're giving me a headache, son. Jess was right about you, you selfish son of a bitch. Ah, don't be that way. Look. Yeah! Man, you just don't get it, do you? Uh-oh. Hey, Merle's here! Whoa, 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 hey! We gotta get to Merle before he can ride. Okay, Merle hat sich wieder nur um seine eigenen Sachen gekümmert, um seinen eigenen Scheiß. Aber wenigstens uns als Bruder hätte er das mal sagen können. They took everything? Unsere Armbrust, wir nehmen unsere Armbrust. Hallo? Hallo, Armbrust? Armbrust? Ich mache jetzt nicht die Tür auf. Gut, das können wir auch gar nicht. So, machen wir mal Licht an. Wir sammeln jetzt hier erstmal alles zusammen. Ist es jetzt ein Zombie-Rocker oder ein Rocker oder ein Zombie? Egal. Juhu! Armbrust! Die Armbrust erzeugt beim Schießen keine Geräusche, sodass sie einen Beißer aus der Entfernung ausschalten können, ohne andere in der Nähe auf sich aufmerksam zu machen. Bolzen können sie zudem zurückholen. Ja, cool. Mehr wollte ich doch gar nicht. Nein! Okay, ich dachte, der wäre daneben gegangen. Ja, cool. Okay, ich habe meine neue Lieblingswaffe gefunden. Papa ist auf jeden Fall glücklich. Und boah, das ist ja cool, dass man die wirklich so gut zurückholen kann. Ich teste das nochmal. Also wie gesagt, ich finde das Spiel gar nicht so schlecht. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass... Ja, es wiederholt sich alles sehr schnell. Aber es ist auf jeden Fall Potenzial da. Und die Technik an sich, also die Grafik sieht zwar jetzt nicht mehr so umwerfend aus. Aber so die Technik, das Gameplay ist eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Wenn man das so mit sich mit der Armbrust. Ja. Suchen Sie Merles Gang. Ach, Gang. Suchen Sie Merles Gang. Na gut. Nee, wenn man sich dann das hier mal so mit der Armbrust anguckt und so, das ist echt gar nicht mal so schlecht gemacht. Mir gefällt das ganz gut. Gut, ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt meine Lieblingswaffe gefunden habe. Aber hey. Na gut. So ruhig hier wieder, viel zu ruhig. Wir müssen Merles Gang finden. Also ich muss echt sagen, da fühlt man sich so ein bisschen wie in der Serie jetzt mit seiner Armbrust, so ganz, ganz leise. Und wir finden noch einen, cool. Der begrüßt sogar jeden Bolzen. Oh cool, sogar aus einiger Entfernung können wir uns den auch wiederholen. So, dann hast du Gas. Achso, ich schließe Gasflasche, Glasflasche. So, bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir aber noch kurz an den Automaten gehen. Ich muss noch ein bisschen Geld abholen. Guck dir mal bitte weg, ich muss gerade den PIN eingeben. Beziehungsweise die Geheimzahl. Hallo. Ich bin es. Cool wäre, wenn man jetzt mit der Armbrust noch einen Nahkampfangriff machen könnte. Weil so, wenn der jetzt aufstehen würde, hätte ich ja schon wieder fast ein Problem. Okay, der war tot. Der lädt auch zum Glück nicht so langsam nach. Folgen Sie der Spur der Gang durch die Gassen. Da geht es auf jeden Fall auch richtig zur Sache. Das sieht schon cool aus. So, Freundchen. Nee, das gefällt mir echt gut mit der. Wow! Noch so ein Rocker-Zombie. Na gut. Also eigentlich brauchen wir gar nicht mehr als unsere Waffe, also unser Messer und unsere Armbrust. Das reicht mir eigentlich vollkommen. Mehr will ich gar nicht.
So, jetzt dürfen wir nur unseren Bolz nicht vergessen. Alles klar. Können wir hier durch? Nee, hier ist gesperrt. Links oder rechts? Links oder rechts? Okay, gehen wir rechts. Wir schleichen jetzt nur noch. So. Gucken wir mal, was hier noch so abgeht. Ist hier noch irgendwas, was wir aufnehmen können? Was ist das? Ah, okay, noch was zu mampfen. Gut, 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 gut. Ja, so weit, so gut. Okay, der ist auch tot. Ist hier sonst noch irgendein Bolzen? Ne, ich glaube nicht. Gut, da noch ein bisschen Money aufsammeln. So. Dann mal wieder in den Schleichmodus. Aber ich weiß wirklich, wie gesagt, noch nicht, wie die auf Licht reagieren. Auf jeden Fall auf Bolzen sehr empfindlich. Habe ich gerade rausgefunden. Nein! Okay, das ist das Problem natürlich an der Armbrust. Und so schnell wechselt der auch seine Waffe nicht. Not bad. Genau. Ach so, wir haben auch gar keine anderen Waffen. I'll take what I can get. So, was haben wir hier? Okay, das kann man nicht lesen. Hier können wir auch nicht durch. Dann gehen wir hier rechts weiter. Exit to the left. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ein Eichhörnchen? Nee. Das hört sich an wie Krieg. Wow! So, weiter geht's. Komm, wir müssen jetzt mal ein bisschen voran machen, sonst kommen wir nie an. Holen Sie eine Ausrüstung in der Taschenlänge. Oh. Nein! Kein Platz mehr! Nein! Mann! Ach Mist! Komm, wir müssen weiter! Mann! Na! Oh Mist, jetzt kommen die alle an. Nein! Ja komm, wir müssen mal weiter. Wir können uns jetzt hier nicht mit allen beschäftigen. Nein! Nein, nicht, nein! Nein! Ah, okay, gut. Das wissen wir jetzt. Problem, wir hatten auch zu wenig Platz. Ich wollte eigentlich alles gerne mitnehmen. Boah, wo hat denn der jetzt gespeichert? Puh. Okay, jetzt kommen die schon wieder angekrochen.
muss die treibende Musik jetzt hin? Schade, aber das war schon gerade nicht schön mit der Musik. Die originale Filmmusik oder Serienmusik. Aber der sticht die ganze Zeit auf den ein. Mann. Töten Sie die Weißen, die den Fremdling angreifen. Mist, ins Herz. Bringt, glaube ich, nicht so viel. Boah, die hat schon richtig Durchschlagkraft. Aber die ist auch richtig laut. Also, die lockt schon jeden an, glaube ich, hier in der näheren Umgebung. So. Nee, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss erstmal wieder meine Waffe auswählen. So, okay, dann fühle ich mich jetzt wieder sicherer. Gut. Hallo. Donner. Do I look like your bitch? Not in that outfit. What? Oh, hell no. Wait, oh, come on. I was only teasing. Natürlich. Hey, where's that bag you promised me at the diner? We haven't even gone on a date. What? Give a girl a ride and we'll talk. Let's go. Before I change my mind. Ja, und da haben wir das Level auch geschafft. Keine Ahnung, wo Mörd ist, aber wir haben eine neue Begleiterin, eine neue kleine Freundin haben wir gefunden. Und ich finde, die Mission war jetzt gar nicht mehr so schlecht. Die davor war ja wieder ein bisschen eintönig, aber da habe ich auch selber, ja, zu beigetragen. Aber das war jetzt so ein bisschen Story, kam jetzt wieder auf. Mörd hatte auf jeden Fall seine eigenen Beweggründe, zu diesem Rocker-Club zu gehen. Und wir haben unsere Amos gefunden und die macht richtig Spaß. Also das gefällt mir echt gut. Kann ich nur noch mal betonen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Lafferty. Morgen, als beim Cobbler Creek Einkaufszentrum in Lafferty eine Impfstation eingerichtet wurde, saßen hunderte von Menschen in der Falle, als Beißer die Menge angriffen, die sich in der Hoffnung auf Hilfe versammelt hatte. Ja, okay. Boah, Treibstoff haben wir auch nicht mehr so viel. Ja, dann, ich würde sagen, wir nehmen noch mal den Highway. Und fahren zu unserem nächsten Ziel. Mal gucken, ob wir in einem durchkommen. Ich glaube nicht. Wir haben nämlich keinen Treibstoff mehr. Mindestens oder spätestens jetzt. 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 So, bei dem Tempo brauchen wir 9 Liter zum Erreichen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich betrete mal kurz noch das Gebiet, aber ich glaube, ich mache mal eine kurze Aufnahmepause. Hallo? Ganz alleine auf weiter Flur. Boah, ich habe irgendwie gerade Lust, so ein bisschen zu schnetzeln. Das funktioniert auch auf einige Entfernung noch gut. Oh, ich wollte eigentlich die da rechts. Oh, jetzt haben wir einen Bolzen mindestens verloren. Hm. Das kann ich als Bächel machen. Good Hunting oder so. Zack! Das macht einfach Spaß. Gibt's ja auch einen Multiplayer von. Ach ja. Das funktioniert echt gut. Oh oh. Oh, oh. Ach, komm hier, Freundchen. Komm, komm, komm hier. Wir haben gar keine Zeit jetzt für dich. Wir haben nämlich hier gerade was ausprobiert. So, dann lad mal bitte nach, Daryl. Hallo, warum läuft der denn so schief? Nein, jetzt habe ich den.
unten, der kommt da nicht hoch. Okay. Gut. Ja, das Feld leert sich auf jeden Fall. Und ihr seht, ich habe auf jeden Fall meinen Spaß. Nein, daneben! Oh. Ich hoffe, ich finde die wieder. Aber ärgerlich, glaube ich. Nein! Achso, man kann. Boah, man kann die Bolzen sogar aufnehmen, wenn die noch leben. Das ist ja auch ganz cool gemacht. Tja. Dann würde ich sagen, ich mache an dieser Stelle mal eine kurze Aufnahmepause. Ich hoffe, ich finde die Bolzen irgendwo da hinten wieder. Das muss doch so sein. Und ich weiß gar nicht. Oh. Ja, alles klar. Ich wollte ja gar nicht so weit weg. Ich wollte meine Bolzen finden. Na gut, vielleicht finden wir die ja wieder oder finden neue Bolzen. Ich weiß es nicht. Macht auf jeden Fall richtig Spaß mit der Armbrust. Müsst ihr euch mal anschauen. Also, ich finde das Spiel gar nicht so schlecht, wie es im Vorfeld und auch jetzt mittlerweile von den ganzen Spielemagazinen abgestempelt worden ist. Also, ich finde es ganz lustig. Ist zwar manchmal ein bisschen langweilig. Hier haben wir noch einen Bolzen. Aber man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich werde es auf jeden Fall durchspielen und bin mal gespannt, was mich hier noch so erwartet. Und ob wir den Möll wiederfinden. Und in dem Sinne würde ich mich dann jetzt verabschieden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, liebe Freunde. Tschüss.